Проходите. Komm doch herein. Und hier sind unsere lieben Zicklein. Eichhörnchen, Schneeweißchen. Ach, du bist so ein gutes Zicklein. Auf dem Familienlandsitz von Oleg und Aljona Minjewitsch geben die Ziegen nicht nur Milch und Dünger, auch an der Entstehung des Gewächshauses in Form einer Kuppel waren die Ziegen beteiligt. Die Ziegen haben uns geholfen, diese Idee ins Leben zu rufen. Als bei uns im Frühjahr das Futter für die Ziegen ausgegangen war, sind wir in den Wald gegangen und haben Zweige von der Trauerweide gesammelt. Die Ziegen knabberten die Rinde von den Zweigen ab und wir fingen an, uns Gedanken zu machen, was wir denn mit den Zweigen überhaupt tun können. Und wir haben in der Tat eine Verwendung gefunden. Unsere Idee war ja ganz einfach. Wir wollten die Zweige mit einer Verbindungsstelle und Schrauben fixieren. Wir haben nur ausprobiert, ob das überhaupt halten wird. Und es hält wirklich, es ist sogar sehr stabil. Schaut mal her, ich kann mich sogar dranhängen. Anscheinend sind das nur kleine Stäbchen und Schräubchen, aber dennoch hält es recht fest. Als wir die Konstruktion gebaut hatten, noch bevor die Folie darüber gezogen wurde, sind wir hereingekommen, haben uns hingesetzt und es war einfach nur schön. Und auch alle Gäste spürten irgendwie, dass dieser Ort hier etwas Besonderes ist. Es liegt an der Kuppel. Dank der Kuppel entsteht hier eine Atmosphäre von Gemütlichkeit und Weite. Menschen erzählen viel darüber, wie schön es in Kuppelbauten ist. Und das verspürten wir sofort, als wir uns hier in die Mitte hingesetzt hatten. In so einem wundervollen Haus möchten sich viele Pflanzen niederlassen. Schauen wir doch mal, welche Pflanze am meisten Glück hatte. Hier geht es den Pflanzen gut. Als erstes pflanzten wir den Amaranth. Diese Pflanze wuchs bei uns immer draußen und war klein und schwächlich auf unserem Boden. Aber hier ist sie einfach nur riesig. Schauen Sie nur her. Nebenan sind gleich die Wassermelonen. Noch nie hatten wir Wasser- und Honigmelonen gezüchtet. Und hier hat es auf einmal funktioniert. Diese Tomatensorte hier heißt Explosion und sie werden schon langsam rot. Paprika wird hier auch einfach nur riesengroß. Wir leben hier schon seit 4 Jahren, aber solche Paprika hatten wir noch nie. Dieser Spargel zum Beispiel ist erst 2 Monate alt. Auf dem Freilichtbeet wächst er schon seit 2 Jahren und ist immer noch sehr klein. Aber innerhalb von 2 Monaten ist der hier schon so groß geworden. Es macht schon Sinn, solche Gewächshäuser zu bauen. Man muss jedoch sagen, dass die Erde hier bei uns erst vor 1 Jahr aufgetragen wurde. Wir haben gewöhnliche Erde verwendet, haben sie mit Heu und altem Mist vermischt und haben dann anschließend überall eine Schicht von 15 bis 20 Zentimetern gelegt. Wir glauben, dass nächstes Jahr die Ernte noch größer wird. Für das notwendige Mikroklima befindet sich innerhalb des Gewächshauses ein kleiner Teich. Die Hauptidee ist, das Gewächshaus mit dem Teich zu kombinieren. Warum ist das so? Schauen Sie mal hier, auf der Folie bilden sich Tropfen, das ist Kondensat. Tagsüber wird das Gewächshaus belüftet. Wenn abends dann die Fenster geschlossen werden, entsteht hier ein feuchtes Klima wie in den Tropen. Das Teichwasser ist immer warm. Es sind etwa 2 Tonnen Wasser darin. Nachdem wir die Fische reingesetzt und ein paar Wasserpflanzen eingepflanzt hatten, wurde das Wasser im Teich kurz darauf klar und sauber. Es scheint so, als ob der Teich und die Steine, die hier im Kreis gelegt worden sind, Wärme speichern. Nachts ist es sehr warm hier. Die lebensspendende Feuchtigkeit zieht nicht nur die Pflanzen an. Auch der einheimische Frosch möchte dieses Wunder erleben. Wir dachten, dass es für den Frosch im Gewächshaus zu warm sein würde und haben deshalb außerhalb einen separaten Teich für ihn angelegt. Aber er lebt lieber hier. Wir haben verschiedene Pflanzen und unter anderem Wasserlinsen gepflanzt. Es ist überraschend, aber das Wasser hier ist sauber und klar. Auch der Hund liebt es, aus der Pfütze zu trinken. Es ist echt ein universeller Teich geworden. Der Gemüsegarten der Familie Minjewitsch wurde nach den Richtlinien der Permakultur angelegt. Wir haben zwischen den Beetreihen eine Laubschicht gelegt und darauf befindet sich eine Schicht aus verschiedenen Pflanzen und Unkrautresten. Die Erde hier kennt keine chemischen Düngemittel. Diese Schicht verhindert die schnelle Austrocknung der Erde und somit wird weniger Wasser für die Bewässerung benötigt. Hier sieht man einen Strauch, der in diesem Sommer um das Doppelte gewachsen ist. Der Strauch bekam einen Wachstumsschub, erst nachdem wir die Laub- und Pflanzenschicht um ihn herumgelegt hatten. Wenn man die Hand unter diese Schicht steckt, ist sie noch feucht, obwohl es hier schon seit 1 Monat nicht geregnet hat.
Nicht weit vom Gemüsegarten entfernt wächst auf einem Land von 12 A der glänzende Roggen. Dieses Feld hier ist zum Experimentieren gedacht. Im vergangenen Jahr haben wir hier Buchweizen ausgesät, danach haben wir diesen eingepflügt und dann Roggen ausgesät. In diesem Jahr wollen wir den Roggen sicheln, das Getreide mahlen und daraus Roggenbrot backen. Danach bringen wir das Stroh zurück auf das Feld und werden den Winterweizen darauf säen. Aus dem Weizen kann man ein bekömmliches Getränk machen. Die Körner werden angekeimt und ins Glas gefüllt, das dann mit Quellwasser gefüllt wird. Dazu kommen noch 4 Esslöffel Zucker und Rosinen. Noch besser wäre Honig. Dann lassen Sie das Ganze einen Tag lang in der Sonne reifen. Als Ergebnis erhalten Sie dann ein wunderbares Brotgetränk, Kwas.